Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin hier über den Dächern von Marrakesch. Schaut mal, ist das nicht schön? Und ich nehme euch heute mit auf eine Tour außerhalb der Stadt Richtung Berge. Und vielleicht gibt es auch eine kleine Wanderung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich wundere mich schon den ganzen Morgen, wo hier ein Hahn kräht. Dort sitzen die Hühner. Frühstück ist gekommen. Das sieht ja schon mal lecker aus. So, ich habe gefrühstückt und jetzt geht's zum Treffpunkt. Hier kann man mit diesen Autos nicht herfahren. Daher muss ich zu einem bestimmten Treffpunkt laufen, weil man in der Medina hier nur mit Mopeds fahren kann. Ich bin die Erste von 11. Hier wird schon alles für den kommenden Tag vorbereitet. So sieht es hier am Tage aus. Alles leer. Wir sind jetzt in Ourika angekommen. Das ist eine relativ große Stadt und wir fahren aber noch ein kleines Stück weiter in die Berge. In Ourika leben sogar 27.000 Einwohner. Hier wird jetzt die Straße repariert, die durchs Erdbeben zerstört wurde. Hier wachsen die Zitronen. Hier wird jetzt Arganöl gemacht. Okay, this is Argan fruit. Okay, and this is Argan tree. Okay, Argan tree we found it only in Morocco. Okay, and for making Argan oil, we have with many steps. Get the nut.
Der zweite Schritt ist, die Nuss kaputt zu machen. Okay. And this shell for fire. Okay. And we have two types of oil. Cooking oil and cosmetic oil. Okay. For cooking oil, we roasted that and crush it. And for cosmetic oil, we roasted. The different between. Okay. Okay, this is a roasted. This is for cooking oil. Oh, yeah. Mm-hmm. Okay, let's get this paste. We mix the paste to our sweet hand with warm water. Squeeze by hand to see part of the... Hier ist die Küche. Hier wird gekocht. Und das ist das Wohnzimmer. And this is like a peanut butter, almond roasted. With honey, with argan oil. This is Moroccan Nutella. Okay? And this is honey. Melke Iman. Ida, schon für eine Fliege drin. Five women. Wow. Oh. Half divorced and half widows. Work here because difficult marriage. That's nice. Wir sind hier in dem Berberdorf, mitten in den Bergen. Wir sind jetzt schon 1300 Meter hoch. In den gelben Zelten leben die Menschen, die durchs Erdbeben ihre Häuser, ihr Zuhause verloren haben. Ich gehe jetzt hier wandern in den Bergen. Hier geht's weiter hoch. Wir starten bei 1400 Metern Höhe und mal sehen, wo wir enden. Und das hier vor mir, das ist mein Guide. Hier wird marokkanisches Nutella hergestellt. Madame, be careful because very slippery. Yes. Ihr seht, ich bin nicht allein. Das ist natürlich nicht meine Reisegruppe. Ich gehe mit meinem Guide, aber es ist schon sehr touristisch, ne? So, hier geht's weiter. So, und für die bessere Authentizität noch einmal die Realität hier. Was für eine Landschaft, Leute.
Wenn ihr hier seid, müsst ihr hierher fahren. Da unten ist noch ein Weg. Hier fließt überall so eine Pipeline für Trinkwasser aus den Bergen. Da drüben seht ihr die auch. So, schaut mal hinter mir. Ich bin wieder zurück von meiner Tour und hoffe, dass ich jetzt was Leckeres zum Essen finde. Noch über eine Hängebrücke. Uiuiui, ui, ui. Die wackelt ganz schön. Mach mal ein bisschen weiter. Ist safe, hat er gesagt, ist safe. Wow. Ach du Schreckner, der stellt sich ja an. Also abgesehen davon, so bin ich nicht gelaufen, so in Hose geschissen sozusagen. Sehr schön. So, wie ihr seht, ich bin zurück in Marrakesch und gehe jetzt nochmal hier einmal durch die Medina über den Markt. Guck noch, ob ich was für morgen zum Frühstück finde. Denn mein Frühstück muss früher sein, als es das im Hotel ist. Denn ich muss mich um 7.30 Uhr schon am Treffpunkt treffen. Ich hole mir jetzt erstmal hier einen Latte Macchiato. Und ja, esse hier so einen Krapfen. So, ich hole mir jetzt von jedem Dings eins, um zu kosten. Walnut. And one of this. And this one, this, this, and this, and this, and this. How many? Two. Almond and this. Okay, thank you. So, ich glaube, das reicht zum Frühstück, oder? Und den ersten koste ich gleich und der ist so lecker mit Marzipan, aber sehr, sehr süß. Das hier übrigens der Drive-In. Da kann man gleich vom Moped runter kaufen. Also wenn ich hier leben würde, wäre ich dick und rund von diesen Obst- und Gemüseständen dort. Das ist jetzt Mixed und das ist so, so lecker. Das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr weiterverfolgen wollt, wie ich weiterreise hier in Marokko, dann klickt doch einfach auf Abonnieren
Glocke nicht vergessen und vielleicht noch einen Daumen hoch da lassen. Würde mich echt freuen. Mach's gut, bis bald. Da hinten ist dieser Hauptmarkt, wo ich vorhin mit euch entlang gegangen bin. Und so sieht der restliche Blick über den Dächern Marrakeschs aus.